Seit Mitte September fehlt Weltmeister Corentin Tolisso dem Fußball-Bundesligisten FC Bayern aufgrund eines Kreuzbandrisses im rechten Knie. In Doha schuftete der Franzose fleißig an seinem Comeback. Dennoch muss er sich noch etwas gedulden. Ich denke, dass es realistisch ist, dass ich im März auf den Platz und zur Mannschaft zurückkehre, erklärte Corentin Tolisso gegenüber der Bild. Bislang konnte der Mittelfeldspieler noch nicht wieder mit dem Team trainieren. Im Trainingslager in Katar arbeitete er individuell. Zwei Reha-Einheiten täglich standen für den 24-Jährigen auf dem Plan. Dabei lagen die Schwerpunkte im Muskelaufbau und in der Ausdauer. Trotz der schwierigen Phase in seiner Karriere bleibt Tolisso optimistisch. Ich arbeite jeden Tag hart, um wieder beim Team zu sein. Er brenne darauf, der Mannschaft in der Rückrunde alsbald helfen zu können. Das ist mein großes Ziel, das treibt mich an. Corentin Tolisso wechselte im Juli 2017 für die Rekordablösesumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern. Punkt. Seither bestritt er 43 Pflichtspiele für die Münchner.